Yo, was geht denn ab und was los? Was los? Was los? YouTube! Willkommen zum vorerst letzten CrossFit Open Video. Workout 24.3 ist Geschichte. Ich habe es heute gemacht, wieder bei CrossFit Major, die mich wieder mit größten Gastfreundlichkeit Norddeutschlands empfangen haben. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Und dort gab es ein Workout bestehend aus Chest-to-Bar, Thruster mit 43 Kilo, außerdem Bar-Muscle-Ups und Thruster mit 60 Kilo oder 63, 61. Auf jeden Fall, ihr werdet es ja gleich sehen. Vieles Thruster, steigendes Gewicht. Ich kann gleich im Workout ja nochmal ein bisschen sagen, wie das Schema so war und was mein Plan war. Ich habe mir was vorgenommen vom Workout und es ist auch ziemlich gut aufgegangen. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht mehr so viele Worte, sondern gehen direkt mal rein. Aber eine Sache, die ich natürlich noch wie in jedem Video euch unter die Nase reiben muss. Ich krieg das Ding nicht auf hier. Wenn ihr mich supporten wollt auf meiner wilden Reise durch die wunderbare Welt der Fitness, dann könnt ihr bei eurer nächsten Supplement-Bestellung auf esn.com gerne den Code HOD eingeben und erhaltet damit immer den bestmöglichen Rabatt auf eure Bestellung. So, und jetzt gehen wir mal rein. Ich muss das Mikrofon übrigens ein bisschen festhalten. Das hat einen kleinen Schwächeanfall. So, da geht's auch schon los. Man musste unter dem Rack starten. Und das Workout fing an mit 10 Thruster mit, ich glaube, 43 Kilo. Seht ihr vielleicht von da hinten, so was auf der Bar ist. Und dann ging es weiter mit 10 Chest-to-Bar und davon mussten 5 Runden absolviert werden. Also insgesamt 50 Thruster und 50 Chest-to-Bar. Mein Plan für diesen Part des Workouts war es, 6 und 4 zu machen. Also 6 Thruster, dann 4 Thruster, dann 6 Chest-to-Bar, dann 4 Chest-to-Bar aufteilen. Denn ich habe in den Announcements oder im Announcement des Videos, alter Schwede, ey, im Announcement des Workouts gesehen, dass viele Athleten und Athletinnen heiß gestartet sind, aber auch sehr schnell ausgebrannt sind. Deswegen dachte ich mir, ich nehme ein bisschen Zeit, ich mache auf Piano, auf Easy Cheesy und versuche mich da mal so durchzuwuppen. Und ich habe sogar hier, seht ihr ja, in der ersten Runde Chest-to-Bar Butterfly-Pull-Ups gemacht. Und das lief tatsächlich auch ganz okay. Also da habe ich schon gemerkt, dass ich ein paar Kilos abgeworfen habe. Hat auch eine gute Höhe. Hier erste Runde bin ich dann ein bisschen über eine Minute gewesen. Irgendwie eine Minute, 4 Sekunden oder so. Und dachte so, ja, das ist doch eigentlich auch ein ganz guter Split. Man hatte für dieses Workout insgesamt 15 Minuten Zeit. Musste nach dem ersten Part, also nach 50 Thruster insgesamt und 50 Chest-to-Bar, eine Minute Pause machen. Das war Vorschrift quasi. Aber hier knusper ich mich soweit durch und ihr seht schon, ich habe die Hantel weggeworfen. Ich hätte bestimmt noch 2, 3 Thruster machen können, aber ich wollte mich an den Plan halten. Ich wollte 6 und 4 machen und mich nicht zu schnell verheizen. Und ich glaube, das ist mir ganz okay gelungen. Das sehen wir gleich hinten raus im Workout. Ich meine, das ist natürlich ein intensives Workout. Ist nicht so, dass man da jetzt am Ende des Workouts irgendwie frisch rausgehen könnte. Aber es sind halt 15 Minuten, ne? Und was bringt euch die ersten 3 Minuten all out zu gehen, wenn dann noch 12 weitere kommen und ihr komplett im Sack seid. Also hier geht's auch weiter. Die Butterfly-Pull-Ups bleiben mir noch treu und bleiben stabil. Und ich nasche mich da so durch. Meine Grips haben an der Stange wunderbar gehalten. Ohne Kreide bedeutet, man kommt auch gar nicht in Versuchung, lange Pausen beim Kreideeimer zu nehmen. Ihr seht schon die Transition-Zeit. Ich gehe von der vom Rack zu den Thruster, fang direkt an mit meinen 6 Stück, hab versucht wirklich gut zu atmen, auf meinen Judge zu hören, wo zählt sie selber nicht so viel mitzuzählen. Und ein Tipp, den ich euch geben kann, der wahrscheinlich relativ banal ist, aber wenn ihr Knee-Sleeves habt, tragt Knee-Sleeves. Die machen euch das Leben ein bisschen einfacher, die geben euch so ein bisschen Stabilität und einen kleinen Bounce. Ich finde das bei Thruster immer ganz nett. Und hier mache ich dann die nächsten 4. Das ist jetzt Runde 3. Ich muss sagen, ich bin nicht gerade ein Gymnastics-König. Und gerade Chest-to-Bar fallen mir doch relativ schwer. Ich habe lange Arme, ich habe ein großes Gesäß, ich habe schwere Beine. Vor allem nach diesem Workout. Kommt es, dass ich da irgendwann ein bisschen eingebrochen bin. Aber nicht doll. Also hier seht ihr, halte ich noch die Pace mit 6 und 4. Basti von
hier uns aus gesehen rechts, hat ganz gut Druck gemacht. Hier dann, zack, Hälfte, dritte Runde, habe ich, ich weiß nicht mal warum, plötzlich angefangen mit Kipping Chest to Bar. Also nicht mehr dieses Durchschwingen, was man von den meisten Profiathleten kennt, sondern eher so ein Kipp. Das dauert ein bisschen länger, das kostet ein bisschen mehr Kraft, aber auf die Wiederholungszahl ging es dann eigentlich noch. Dann hier, vierte Runde, Thruster tatsächlich waren in dem Workout im ersten Part gar nicht so das krasse Problem. Jeder, der diesen Kanal schon länger verfolgt, wird wissen, dass Thruster wirklich, wirklich nicht meine Lieblingsübungen sind. Aber hier ging es dann. Gerade mit der Aufteilung 6 und 4 und mit dem Gewicht war es einfach wirklich Kopf aus und sich an diesen Plan halten. Sich bloß nicht dazu verleiten lassen, den Plan über Bord zu werfen und irgendwelchen komischen Kram machen, sondern hier durchziehen, zack, direkt weiter an die Bar und ja, Kipping Chest to Bar. Um ehrlich zu sein, wenn ich das Workout jetzt wiederholen würde, würde ich versuchen, alle als Butterfly Chest to Bar zu machen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Technik mich ein bisschen verlässt. Und dann dachte ich, ich gehe lieber auf Nummer sicher, als dass ich da so Butterfly No Wraps noch kassiere. Und dann kam das dabei raus. So, letzte Runde. Thruster und Chest to Bar. Ich kann ja jetzt schon mal spoilern. Ich habe für den ersten Part des Workouts 6 Minuten und 18 Sekunden gebraucht. Das finde ich ganz okay. Sind dann, ja, was sind das dann? Irgendwie 1,18 oder so, 1,15 wahrscheinlich pro Runde. Das kann sich doch sehen lassen, vor allem mit der Aufteilung. Hier nochmal die letzten 4 Thruster mit dem in Anführungsstrichen niedrigen Gewicht. Wurde dann natürlich schon saftig, der Ofen war an. Ich habe bei Thruster vor allem ganz oft das Problem, dass meine Beine einfach dicht machen, ne? Dass die echt durchbrennen. Ich muss aber sagen, heute waren es eher die Schultern, wahrscheinlich auch durch die ganzen Chest-to-Bar und Bar-Muscle-Ups, die noch folgen. Meine Beine waren mir relativ hold, auch wenn sie jetzt so ein paar Stunden nach dem Workout schon ordentlich wehtun. Wie gesagt, im Workout ging es. So, jetzt, ja, ein Move, der auch nicht so mega smart ist. Hier ist ein Tiebreak, ja. Also ihr schreibt nach dem ersten Part des Workouts, nach allen 50 Thrustern, allen 50 Chest-to-Bahn, schreibt euer Judge auf, wie lange ihr gebraucht habt. Und wenn ihr dann dieselbe Score wie jemand anderes habt, dann könnt ihr gegen diesenjenigen natürlich gewinnen, wenn ihr das bessere Tiebreak habt. Ich habe jetzt hier meinen allerletzten Satz Chest-to-Bar, die 4 Stück, in 2x2 aufgeteilt, was natürlich dann so ein bisschen negativen Einfluss auf den Tiebreak hat. Aber ich wollte gar nicht so sehr auf den Tiebreak schielen in diesem Workout, sondern ich wollte versuchen, durch diesen ersten Part möglichst unbeschadet zu kommen. Das ist mir ja auch so halbwegs gelungen. Das T-Shirt ist dann auch geflogen. Wie gesagt, 6 Minuten 18 für den ersten Teil. Dann hatte ich hier eine Minute Pause. Und ich muss sagen, die Minute war auch ganz okay. Also man konnte ein bisschen durchatmen. Ich habe mir absichtlich nichts zu trinken daneben gestellt, um gar nicht in Versuchung zu kommen, in der Pause oder noch schlimmer, im laufenden Workout nach Wasser zu greifen. Denn ey, ganz ehrlich, für 15 Minuten, das werdet ihr auch schaffen, ohne was zu trinken. Und ich bin so ein Kandidat, wenn ich das einmal mache, Alter, dann suche ich mir hier meine Spots und mache da dann Pause. So, jetzt kommt Thruster mit, ja, lass mich nicht lügen, 61 Kilo oder irgendwie sowas. Und da hatte ich mir dann vorgenommen, die aufzuteilen in 4 und 3. Denn hier musste man auch 5 Runden machen, allerdings 7 Thruster und 7 Chest-to-Bar. Also ich wollte quasi auch immer in 2 Sätzen beide Übungen erledigen und bin dann hier auf 4 und 3 gegangen. Das hat bei den Thrustern auch okay geklappt. Das hat ganz schön gerumst, um ehrlich zu sein. Also es ist schon für mich eine Menge Gewicht, aber es ging. Ich habe einen Gürtel benutzt, weil ich dachte, ja, ich schone vielleicht meinen Core ein bisschen. Den brauche ich ja tendenziell auch bei den Bar-Muscle-Ups, damit ja Hüfte, Core und so weiter und so fort möglichst stabil bleibt. Hier nochmal durchgeatmet und ich muss sagen, mein Puls war schon echt ganz schön am Rasen. Und die Bar-Muscle-Ups, die laufen mittlerweile zwar besser,
Aber wie ihr hier seht, ich habe auch ein bisschen Schlagseite. Sie laufen halt immer noch nicht richtig, richtig, richtig gut. Deswegen hier erstmal zwei gemacht. Und ja, ich wollte aufpassen, dass ich irgendwie locker bleibe, dass ich nicht zu lange Pausen mache. Und ja, dass ich trotzdem meine Reps einsammle, ne? Was ihr nicht machen wollt, ist irgendwann K.O. unter dem Rack stehen und ja, euch quasi euch selbst ergeben. Aber man merkt hier schon, es dauert schon arg lange, diese Bar-Muscle-Ups zu machen. Ich habe jetzt 4 im Kasten. Jetzt kommen nochmal, zack, 5. Und jetzt fehlen dem Kollegen noch weitere 2. 1. Und einer geht noch rein. Na? Wird's denn? Und 2. Genau. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Natürlich hätte ich gerne mehr Bar-Muscle-Ups direkt gemacht im ersten Satz, aber es war nicht drin. Und ich habe aber gedacht, ey, ich halte mich jetzt einfach an meinem Plan fest. Ich mache trotzdem 4 und 3 Thruster. Ich lasse mich von den Bar-Muscle-Ups jetzt nicht aus der Bahn werfen, auch wenn die nicht so klappen wie geplant. Und hier seht ihr schon, zack, 1, 2, 3 und 4. Ihr seht auch vielleicht, wenn ihr ein bisschen ranzoomt, mein Gesicht. Also es war schon, in diesem Part des Workouts wurde es dann echt fies. Jetzt sind wahrscheinlich noch so 4 Minuten zu gehen oder sowas, 5 vielleicht. Und das wurde dann schon echt knackig saftig, ne? Hier noch 3 weitere Thruster raufgelegt. Und dann geht es gleich weiter zurück an die Bar Muscle Ups, die sich wirklich nach diesen 60 Kilo Thruster oder 61 oder was da drauf war, sich echt richtig, richtig ätzend angefühlt haben, ne? Also an guten Tagen, wenn ich frisch bin und in ein Workout gehe, kann ich vielleicht so 10, 12 Bar-Muscle-Ups aneinander stricken. Hier wirklich musste ich dann schon in der zweiten Runde auf Singles gehen, weil einfach, ja, weil die Schultern dicht waren. Der Puls war wirklich, wirklich, wirklich oben. Ich kann ja mal kurz in meinen Whoop gucken. Dann kann ich mal sagen, was mein Puls in Spitze in diesem Workout war. Es war nämlich, glaube ich, relativ saftig. Also, ich habe den Großteil des Workouts, 14 Minuten um genau zu sein, was das ganze Workout ist, in Zone 4 verbracht. Und der Puls war auf 178 und im Durchschnitt so auf 145. Also wirklich Puls galore, ordentliche Belastung, ordentlich Kalorien heute durchgefeuert. Und was ich vor allem rauskriegen muss bei den Bar Muscle Ups, ist dieser ja, leichte Chicken Wing, den ich habe, ne? Also ich habe schon eine sehr starke Tendenz dazu, über links zu ziehen. Ich bin halt Linkshänder und müsste Hüfte und Füße und Unterkörper ein bisschen mehr kontrollieren und weniger wahrscheinlich aus den Armen ziehen. Man sieht das ganz gut. Basti rechts vor mir, der macht das echt gut. Der hat einen schönen Schwung. Die Arme bleiben lang. Ich reiße da zu viel dran rum. Egal. Jetzt geht's in die dritte Runde. Thruster und Bar Muscle Ups. So langsam ist da auch nicht mehr viel zu holen bei mir. Das Beste an dem Workout war eigentlich der Pump. Man sieht schon ganz gut aus in dem Licht. Und nach den Übungen. Übrigens für alle, die sich dafür interessieren, was mein Gewicht auf der Waage macht, seit dem 1. Januar versuche ich ja abzunehmen. Also mittlerweile seit echt einigen Wochen. Und das Gewicht hat sich irgendwie anders verteilt im Körper, muss ich sagen. Aber ich bin immer noch auf knapp 89 Kilo. Also ich habe nicht viel abgenommen. Ich habe jetzt so 3-4 Kilo abgenommen seit dem 1.1. Also ich mache das auch ganz dezent, auch bewusst. Also ging mir nicht um eine Crash-Diät und Gewicht verlieren. Ich muss ja kein Gewicht machen. Ich muss ja nicht in irgendeine Gewichtsklasse rein. Mal gucken, wo es noch hingeht. In 3 Wochen laufe ich den High Rocks in Köln. Bis dahin hätte ich gerne noch so 1-2 Kilo weniger. Einfach damit ich während des Laufens da nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppen muss. Weil die Übung, dafür brauche ich ja nicht so viel Gewicht beim High Rocks. Das ist ja
CrossFit Light, wie wir alle wissen. So. Hier geht's weiter mit der größten Single Party Norddeutschlands, wie ich es gerne nenne, wenn ich Bar Muscle Ups mache. Oder vorzugsweise auch bei Toast to Bar. Die Schlagseite bleibt. So langsam sieht das wirklich aus wie eine neue Übung eigentlich, ne? Also so wie ich mich da eindrehe, das ist auf jeden Fall eine ganz eigene Technik. Ich mache den Michaelsen. Ich ziehe irgendwie, keine Ahnung, über links, so ein bisschen, als würde ich eine Kettensäge anwerfen. Aber quäl mich da eigentlich ganz durch. Und ihr seht hier schon, wenn ihr Singles macht, aber nicht so arg viel Pause, na gut, jetzt natürlich der richtige Moment, wo ich ein bisschen mehr Pause mache, aber dann ist das auch nicht so langsam. Also macht lieber Singles schnell als zwei Reps am Stück und dann dazwischen irgendwie 45 Sekunden Pause. Davon habt ihr dann auch nichts. Hier die Zeit wird jetzt langsam knapp. Wir sind am Ende des Workouts angelangt und ich habe auf jeden Fall deutlich Puls. Sabrina, die mich gejudged hat, hat auf jeden Fall mit aller Eifer versucht, mich da durchzupeitschen. Aber bei mir war auch einfach nicht mehr viel zu holen, muss ich sagen. Ich hätte natürlich sehr gerne das Workout durchgemacht, aber das war heute nicht drin. So, es sind jetzt noch knapp 24, 25 Sekunden irgendwie zu gehen und ich habe nur noch die Thruster vor mir und da war dann wirklich den dunkelsten Ort Deutschlands besuchen. Augen zu und durch. Hier gilt es jetzt, die Stange, die Hantel nicht mehr wegzuwerfen, auch wenn ich bei jeder Rap das Gefühl hatte, mir platzen gleich Schulter und Hintern gleichermaßen. Bis zur letzten Sekunde durchgebissen und noch 6 Thruster rausgedrückt, was für mich dann eine Score von insgesamt 148, glaube ich, ergab. Lasst mich noch einmal schnell nachschauen, damit ich auch keinen Quatsch hier erzähle. Genau, 148 war meine Score am Ende. Bedeutet, ich habe in der vierten Runde des zweiten Parts des Workouts noch 6 Thruster gemacht. Was mir gefehlt haben, waren also insgesamt 8 Thruster und 14 Bar Muscle Ups und die hätte ich jetzt auch nicht, also hätte ich auch eine Minute mehr gehabt, hätte das auch nichts gebracht. Wahrscheinlich hätte das Workout ein Timecap von 20 Minuten, dann wäre ich da vielleicht durchgekommen. Aber so muss ich sagen, bin ich eigentlich mit meiner Performance in den Open ganz zufrieden. Ihr seht mich da glücklich am Boden rumliegen. John kommt und gratuliert oder wünscht mir Mitleid, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es waren echt 3 taffe Workouts. Mein schlechtestes Workout, wahrscheinlich, ich weiß ja noch nicht, wie die anderen Leute hier abgeschnitten haben im dritten Workout, aber ich glaube, mein schlechtestes Workout war mit Abstand das erste Workout. Da habe ich irgendwie nicht so, da habe ich den Flow verloren. Und das Gute an der schlechten Performance im ersten Workout war einfach, dass ich mir dann vorgenommen habe, wenn ich mir einen Plan bastel, dann halte ich den auch ein und durch. Also ich habe mich sowohl im letzten Workout, im zweiten, wusste ich ganz genau, wie ich da arbeiten will. Und auch hier in dem Workout hat das ja auch mehr oder weniger geklappt, bis auf jetzt bei den Bar Muscle Ups, aber ist wie es ist. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Leistung, ich bin zufrieden mit meiner Performance. Es war wirklich, 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 wirklich schön, dieses Workout im Rahmen oder in so einer netten Community zu machen, wie die von CrossFit Major. Also wirklich eine echt geile Box, geile Leute, jedes Niveau vertreten, alle freuen sich für die anderen, alle feuern an. Das hat einfach wirklich Bock gebracht und ich wäre nie und nimmer so an meine Grenzen gegangen, hier zu Hause in meinem Home Gym. Also vielen Dank nochmal an Basti, an Julia, und auch an alle Athleten, Athletinnen, an Olaf, der da, mit dem ich mir auch dann immer eine gute Schlacht geliefert habe. Ich freue mich auf die Quarterfinals, falls es in die Quarterfinals gehen sollte. Das weiß ich natürlich noch nicht. Ich denke mal, ich würde sie mitmachen, die Age Group Quarterfinals. Ich male mir da natürlich nichts aus, weil in die Semifinals zu kommen, die Hürde ist dann doch zu groß. Aber wenn man schon die nächste Stufe erreicht, warum nicht mal testen, wie weit es geht und den Motor mal richtig ausfahren. Glücklicherweise sind die Quarterfinals auch noch ausgerechnet irgendwie, glaube ich, 5 Tage, nachdem ich in High Rocks laufe. Was soll schon schief gehen, sag ich mal. So, machen wir hier mal ein bisschen Pause. Ja, Freunde, das war das Open Workout 24.3. Das waren die CrossFit Open bei CrossFit Major in Buxtehude. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt in den Open.
Und ich habe mir noch was überlegt. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ihr, ich, wir haben durchgezogen. 3 Wochen Open liegen hinter uns. Zeit, sich auch mal was Gutes zu tun. Zeit, sich mal was zu gönnen. Deswegen erhaltet ihr mit dem Code OPEN jetzt 20% für eine ganze Woche im Hipster-Store. Also lasst euch das nicht entgehen, schlagt zu, wir haben noch ein paar T-Shirts und ein paar Hoodies auf Lager, nicht mehr alle Größen, aber ich glaube noch einige gängige, also wer sich noch mal ein bisschen mit feinsten Zwirn einkleiden will für die Quarterfinals, die Semifinals oder für die Games, der ist bei uns natürlich goldrichtig. Vielen Dank auch an euren Support, an die Klicks für diese Videos, die haben sich ja wirklich für unseren überschaubaren Kanal wirklich gut geklickt. Es hat auch Spaß gemacht, war für mich ja auch ein neues Format, mal so auf die eigenen Videos zu reagieren. Ist ungewohnt, wenn man hier keinen Anspielpartner hat und nur sich selber in der Kamera sieht. Aber ich muss sagen, vielleicht mache ich das öfter mal. Also vielleicht jetzt nicht jedes Training hier zu Hause, aber vielleicht findet sich ja noch der ein oder andere Wettkampf in diesem Jahr, wo ich vielleicht auch mal versuche, mich zu qualifizieren. Oder mache ich vielleicht mal ein paar Quali-Workouts und dann kommentiere ich mal die Quali-Workouts. Das wäre auch was. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Erholung und Genesung von den CrossFit Open. Ich wünsche allen Athleten und Athletinnen, die es in die nächste Runde schaffen, viel Spaß und Erfolg bei den Quarterfinals. Wir sehen uns und wir sehen uns vor allem beim High Rocks in Köln am, was ist das jetzt, 13.04. glaube ich. Also wenn ihr mich seht, wenn ihr mich kennt, sagt gerne mal Hallo. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der freundlich grüßt. Und ich werde versprechen, euch auch nicht zu oft zu überrunden im High Rocks. Spaß beiseite, ich muss morgen erstmal laufen gehen. Ich war 3 Wochen nicht laufen. Das kann was werden. Also, ich verbleibe mit den weisen Worten von Bret the Hitman Hart. Der sagte, als er meine 24.2 Performance auf YouTube sah, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzwurf, man, einschauen, machen wir das dann. Alle Crosships of Doom abonnieren, dies, das. Bleibt sauber, Leute. Ananas.